Kongress wählt einstimmig neuen Sprecher. Mike Johnson, der junge Verfassungsrechtler aus Louisiana, hat nun den Hammer in der Hand und er ist seit heute der Chef im Ring des Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika. Hallo meine Lieben, hier der Adi von Translated Press. Ich grüße euch ganz herzlich aus der Ferne. Wir haben euch ein Video von der Eröffnungsrede des neuen Sprechers übersetzt. Zuvor bitten wir euch, ein Abo und ein Like dazulassen. Das hilft uns, diesen Kanal wieder neu aufzubauen. Und dafür danken wir euch sehr. Thank you all. Ich danke euch allen. Zuerst ein paar Worte des Dankes. Ich möchte Leader Jeffries danken. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen im Namen des amerikanischen Volkes. Ich weiß, dass wir die Dinge von sehr unterschiedlichen Standpunkten aus sehen, aber ich weiß auch, dass ihr euch um unser Land sorgt und in eurem Herzen unser Land liebt und dass ihr das Richtige tun wollt. Und so werden wir hier eine gemeinsame Basis finden. Ich möchte meinen großen Dank aussprechen für unseren emeritierten Sprecher Kevin McCarthy. Kevin hat über 2 Jahrzehnte seines Lebens dem selbstlosen öffentlichen Dienst gewidmet. Allein 16 dieser Jahre in diesem Haus und man würde sich sehr schwer tun, jemanden zu finden, der diese Institution mehr liebt oder mehr zu ihr beigetragen hat als er. Er ist der Grund dafür, dass wir heute in dieser Mehrheit vorhanden sind. Sein Einfluss kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden und ich möchte ihm für seine Führungsqualitäten danken. Seine Freundschaft und die selbstlose Aufopferung, die er über so viele Jahre hinweg hier eingebracht hat. Du hast es mit aufgebaut, Kevin, und wir schulden dir große Dankbarkeit. Ich möchte mich bei den engagierten und überlasteten Mitarbeitern dieses belagerten Hauses auch bedanken. They accept praise so stoically. Sie nehmen Lob nur sehr stoisch an, aber Frau Susan Kroll, unsere Hauslektorin, und ja, ich danke Ihnen. Hören Sie auf alle Angestellten und das ganze Personal. Wissen Sie, die sind furchtbar überarbeitet. Das war ein zermürbender Prozess. Aber sie haben eine wesentliche Rolle dabei gespielt, unsere Republik zu erhalten. Und wir danken Ihnen für diesen Dienst. Ich weiß, das tun wir alle. Ich möchte mich bei meiner engagierten Frau von fast 25 Jahren, Kelly, bedanken. Sie ist nicht hier. Wir haben keinen rechtzeitigen Flug für sie bekommen. Das passierte ziemlich plötzlich, aber wir werden bald feiern. Sie verbrachte die letzten Wochen auf den Knien in Gebet zum Herrn und sie ist ein bisschen erschöpft. Das sind wir alle. Ich möchte unseren Kindern danken, Michael und Hannah und Abby und Jack, die große Opfer bringen. Sie alle tun das und wir wissen, es gibt nicht viele Vorteile für ein Familienmitglied eines
Kongressabgeordneten, richtig? Und deshalb möchte ich mich bei all euren Familien für das, was sie ertragen und was sie in den letzten Wochen erdulden mussten, bedanken. Wir sind schon eine Weile hier, ja. Ja. Ich möchte meiner treuen Mutter Jenny Johnson danken, die mich im Alter von 17 Jahren gebar, und meinen Brüdern Chris und Josh und meine Schwester Laura und alle ihre Familien und unsere ganze Großfamilie in Louisiana. Ich möchte Ihnen besonders bei all den außergewöhnlichen Menschen des großartigen Staates Louisiana bedanken. Ich möchte mich besonders bei all den außergewöhnlichen Menschen des großartigen Staates Louisiana bedanken. Wir hatten noch nie einen Sprecher des Repräsentantenhauses, der aus unserem Staat kam und der so in den Himmel gehoben wurde. Ich danke den Menschen in Louisiana für die Gelegenheit, Ihnen im Kongress zu dienen, und ich fühle mich geehrt durch Ihre kontinuierliche Unterstützung. Wir werden Sie stolz machen. Meinen Kollegen möchte ich dafür danken, dass Sie das Vertrauen in mich gesetzt haben, um Sie in diesem historischen und beispiellosen Moment zu führen, in dem wir uns befinden. Die Herausforderung, die vor uns liegt, ist groß. Aber die Zeit zum Handeln ist jetzt, und ich werde euch nicht fallen lassen. Ich möchte dem amerikanischen Volk im Namen von uns allen hier sagen, wir hören Sie. Wir kennen die Herausforderungen, mit denen Sie konfrontiert sind. Wir wissen, dass in unserem Land eine Menge los ist, im Inland und im Ausland. Und wir sind bereit, uns wieder an die Arbeit zu machen, um diese Probleme zu lösen. Und das werden wir auch. Unsere Aufgabe hier ist es, Ihnen gut zu dienen und das Vertrauen der Menschen in dieses Haus wiederherzustellen. In dieses große und wichtige Haus, diese wichtige Institution. Mein Vater, es war eine Erwähnung, mein Vater war ein Feuerwehrmann. Er war ein stellvertretender Leiter in der Feuerwehr in meiner Heimatstadt Shreveport, Louisiana, eine kleine Stadt im Nordwesten Louisianas. Am 17. September 1984, als ich 12 Jahre alt war, erlitt er schwere und dauerhafte Verbrennungen bei einem Unglück, das ihn von da an zu einem Invaliden machte. Es war ein Berufsunfall. Und alles, was ich damals immer sein wollte als Erwachsener, war der Chef der Feuerwehr in Shreveport zu sein. Aber nach der Explosion an diesem schicksalhaften Tag wäre mein Vater fast gestorben. Es war ein langer Weg zurück, und es hat unser ganzes Leben verändert. Ich bin das älteste von 4 Kindern, und mein Vater, er hat immer mit Schmerzen gelebt, den Rest seines Lebens, jahrzehntelang. Ich habe meinen Vater durch Krebs verloren, 3 Tage bevor ich in den Kongress gewählt wurde. Und er wollte dort in meiner Wahlnacht so sehr dabei sein. Ich bin der erste College-Absolvent in meiner Familie. Das war eine große Sache für ihn. Es war also einige Wochen danach, etwa Anfang 2017, in meinem ersten Semester, und ich hatte das große Glück, hier eine Nacht als Speaker pro tem zu dienen. Ich dachte, das wäre eine große Sache, bis ich herausfand, dass man das für Erstsemester spät in der Nacht macht. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat Miss Jackson Lee eine ihrer langen, wortgewandten Reden zu Ende gebracht. Und nicht, dass ich von ihrer Rede nicht hingerissen war, aber ich schaute hinauf zur Spitze der Kammer, und dort sah ich das Gesicht von Moses, das nach unten starrte, und ich fühlte in diesem Moment das große Gewicht an diesem Ort. Die Geschichte, die hier verehrt wird, und die Zukunft, die wir zu schmieden aufgerufen sind. Und ich war wirklich so überwältigt von meinen Gefühlen in diesem Moment. Und da wurde mir vieles klar. Es war nur mehrere Wochen nach dem Tod meines Vaters, und ich hatte noch keine Gelegenheit gehabt, um zu trauern. Ich hatte einfach das Gefühl, dass er irgendwie präsent war und alles wusste. Und ich hatte Tränen in den Augen, und ich stand hier an diesem Platz und wischte meine Tränen weg. Und dann dachte ich plötzlich, die C-Span-Zuschauer in der späten Nacht, die dachten wahrscheinlich, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt, mit dem neuen jungen Kongressabgeordneten aus Louisiana. Es war nicht Sheilas Rede, es tut mir leid, in diesem Moment wusste ich einfach, dass mein Vater stolz auf mich sein würde. Und ich fühlte, dass er es war. Und ich glaube, alle unsere Eltern sind stolz auf das, wozu wir hier berufen wurden.
Ich denke, dass das gesamte amerikanische Volk auf einmal großen Stolz auf diese Institution hatte. Aber im Moment ist das alles in Gefahr. Und wir haben eine Herausforderung vor uns, dieses Vertrauen wieder aufzubauen und wiederherzustellen. Dies ist ein wunderschönes Land. Es ist die Schönheit Amerikas, die es dem Kinde eines Feuerwehrmanns ermöglicht, hierher zu kommen und zu dienen in dieser heiligen Kammer, in der große Männer und Frauen vor uns allen gedient und gemeinsam nachgestrebt haben, das aufzubauen und zu bewahren, was Lincoln als die letzte Hoffnung der Menschheit auf Erden bezeichnete. Wir befinden uns in einer sehr gefährlichen Zeit. Ich spreche das Offensichtliche aus. Wir alle wissen, dass die Welt in Aufruhr ist, aber ein starkes Amerika ist gut für die Freiheit der ganzen Welt. Und wir müssen dieses große Experiment der Selbstverwaltung bewahren. Das ist es immer noch. Wir sind erst 247 Jahre in diesem großen Experiment und wir wissen nicht, wie lange es andauern wird. Aber wir wissen, dass die Gründer gesagt haben, dass wir gut auf sie aufpassen sollen. Ich möchte all meinen Kollegen hier sagen, was ich gestern Abend den Republikanern in diesem Raum gesagt habe. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Zufälle in dieser Art und Weise gibt. Ich glaube, dass die Schrift, die Bibel, sehr klar ist, dass Gott derjenige ist, der die Autoritätspersonen erhebt. Er hat jeden von euch, uns alle aufgerichtet und ich glaube, dass Gott bestimmt hat und erlaubt hat, dass jeder von uns für diesen speziellen Moment in dieser Zeit hierher gebracht wurde. Das ist mein Glaube. Ich glaube, dass jeder von uns eine große Verantwortung hat, die Gaben zu nutzen, die Gott uns gegeben hat, um den außergewöhnlichen Menschen in diesem großartigen Land zu dienen. Und sie haben es verdient. Und um sicherzustellen, dass unsere Republik bestehen bleibt als das große Leuchtfeuer des Lichts, der Hoffnung und der Freiheit und einer Welt, die es dringend braucht, '62 war es unser nationales Motto, ein Gottvertrauen oder in Gott we trust, das uns auf diese Tribüne gebracht hat. Und wenn man sich den kleinen Reiseführer ansieht, der hier ausgeteilt wird an die Touristen und Wähler, die den Kongress besuchen, wenn Sie etwa auf Seite 14 in der Mitte des Büchleins blättern, in diesem Leitfaden finden Sie die Geschichte. Darin stehen ganz einfach diese Worte, die hier über uns platziert wurden. Dieser Leitspruch wurde hier platziert als Mahnung, die Philosophie der Sowjetunion aus der Zeit des Kalten Krieges. Diese Philosophie war der Marxismus und der Kommunismus, der mit der Prämisse, dass es keinen Gott gibt, verbreitet wurde. Dies ist ein großer Unterschied, der auch in der Geburtsurkunde unserer Nation zum Ausdruck kommt. Wir kennen den Satz sehr gut. Der berühmte zweite Absatz, der unsere Kinder in der Schule auswendig beigebracht wird, den sie lernen mussten, und das tun sie oft nicht mehr, aber sie sollten es tun. G.K. Chesterton war der berühmte britische Philosoph und Staatsmann, und er sagte einmal, dass Amerika die einzige Nation auf der Welt ist, die auf einem Glaubensbekenntnis gegründet wurde. Und er sagte, es ist mit theologischer Klarheit in der Unabhängigkeitserklärung festgehalten. Was ist unser Glaubensbekenntnis? Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, nicht gleich geboren, sondern gleich geschaffen, und sie sind mit denselben unveräußerlichen Rechten ausgestattet. Mit denselben unveräußerlichen Rechten. Leben, Freiheit, das Streben nach Glück, das ist das Glaubensbekenntnis, das unsere Nation seit ihrer Gründung belebt hat, das uns zu der großen Nation gemacht hat, die wir sind. Und wir befinden uns in einer Zeit der außerordentlichen Krise, in die die Welt uns braucht, um stark zu sein. Sie brauchen uns, um sich an unser Glaubensbekenntnis und unsere Ermahnung zu erinnern. Unruhen und Gewalt haben das Land erschüttert, vor allem den Nahen Osten und Osteuropa. Wir alle wissen das.
Im indopazifischen Raum werden die Absichten weiter ausgebaut. Das Land verlangt eine starke Führung dieses Gremiums und wir dürfen nicht wanken. Der größte Verbündete unserer Nation im Nahen Osten ist unter Beschuss. Der erste Gesetzeswurf, den ich hier in Kürze einbringen werde, ist zur Unterstützung unseres lieben Freundes Israel gedacht und wir sind überflüssig, das zu tun. Wir werden nicht nur Israel, sondern auch der ganzen Welt zeigen, dass die Barbarei der Hamas, die wir alle auf unseren Fernsehbildschirmen gesehen haben, erbärmlich und falsch ist. Und wir werden in diesem Konflikt für das Gute eintreten. Wir haben eine Katastrophe an unserer Südgrenze. Der Senat und das Weiße Haus können das Problem nicht länger ignorieren. Von Texas bis New York belastet eine Welle von illegalen Einwanderern unsere Gemeinden bis an ihre Grenzen. Wir wissen, dass unsere Straßen überflutet werden mit Fentanyl und so viele Kinder in unseren Gemeinden und sogar Erwachsene sterben daran. Der Status quo ist inakzeptabel. Untätigkeit ist inakzeptabel und wir müssen zusammenkommen und die kaputte Grenze angehen. Wir müssen es tun. Die explodierenden Lebenshaltungskosten sind untragbar und die Amerikaner sollten sich keine Sorgen darüber machen müssen, wie sie ihre Familie jede Woche ernähren werden und weil sie sich ihre Lebensmittel nicht mehr leisten können. Jeder in diesem Raum sollte darüber nachdenken. Hier ist die Statistik. Die Preise sind in den letzten 2 Jahren um über 17% gestiegen. Die Zinssätze für Kreditkarten sind auf dem höchsten Stand seit fast 3 Jahrzehnten und die Hypothekenzinsen sind jetzt auf einem Höchstzustand, den wir seit 2001 nicht mehr gesehen haben. Wir müssen dem amerikanischen Volk Erleichterung verschaffen, indem wir die Staatsausgaben einschränken und die Inflation senken. Die größte Bedrohung für unsere nationale Sicherheit ist die Verschuldung unserer Nation. Und solange wir in diesem Raum sitzen, ist das absolut wichtig zu wissen. Diese Schulden haben fast 33,6 Billionen Dollar überschritten. In der Zeit, die ich brauche für diese Reden, werden unsere Schulden um weitere 20 Millionen Dollar steigen. Das ist untragbar. Wir müssen das Land wieder auf den richtigen Weg bringen. Wir wissen, dass dies kein Spaziergang wird und es werden schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen. Aber die Konsequenzen, wenn jetzt nicht gehandelt wird, sind untragbar. Wir haben die Pflicht gegenüber dem amerikanischen Volk, ihnen dies zu erklären, damit sie es gut verstehen. Und wir werden eine überparteiliche Kommission einrichten, die sofort mit der Arbeit beginnt, diese Krise zu bewältigen. Unverzüglich. Wir alle wissen, dass wir auch in einer Zeit bitterer Parteilichkeit leben. Das wurde zur Kenntnis genommen und es wurde heute hier gezeigt, und zwar genau dann, wenn die Menschen ihr Vertrauen in die Regierung verlieren, wenn sie die Prinzipien aus den Augen verlieren, die uns ausgemacht haben, die größte Nation in der Geschichte der Welt zu sein. Ich denke, wir müssen uns das vor Augen halten. Wir werden kämpfen. Wir werden mit aller Kraft um unsere Prinzipien kämpfen, denn sie sind gerade jetzt in dieser modernen Ära ganz besonders wichtig geworden. Wir müssen manchmal unsere Vorlieben opfern, denn das ist in einer gesetzgebenden Körperschaft notwendig. Aber wir werden unsere Grundprinzipien bis zum Ende verteidigen. In seiner Abschiedsrede erklärte Präsident Reagan das Geheimnis seines Umgangs mit den Menschen. Und ich paraphrasiere seine Erklärung immer wieder gerne. Er sagte, weißt du, sie nennen mich den großen Kommunikator, aber das war ich wirklich nicht. Ich habe nur große Dinge kommuniziert
Und es sind die gleichen großartigen Dinge, die unsere Nation seit ihrer Gründung geleitet haben. Was sind diese großartigen Dinge? Ich nenne sie die 7 Grundprinzipien des amerikanischen Konservatismus. Aber lasst mich euch allen zugestehen, ich denke, es ist wirklich die Quintessenz der Kernprinzipien unserer Nation. Ich fasse sie zusammen als individuelle Freiheit, begrenzte Rechtsstaatlichkeit, Frieden durch Stärke, steuerliche Verantwortung, freie Märkte und Menschenwürde. Das sind die Grundlagen, die uns zu der außergewöhnlichen Nation gemacht haben, die wir sind. Und Sie und ich sind heute die Verwalter dieser Prinzipien, der Dinge, die uns zum freiesten, dem mächtigsten und erfolgreichsten Land in der Geschichte der Welt gemacht haben. Es sind die Dinge, die uns wirklich außergewöhnlich gemacht haben. In dieser Zeit der großen Krise ist es unsere Pflicht, zusammenzuarbeiten, so wie früher Generationen es mit ihren großen Führern getan haben, um sich diesen großen Herausforderungen zu stellen und diese großen Probleme zu lösen. Und damit möchte ich schließen. Die Aufgabe des Sprechers des Kongresses ist es, dem gesamten Gremium zu dienen. Und das werde ich tun. Aber ich bin meinen Kollegen gegenüber eine Verpflichtung eingegangen, dass das Büro des Parlamentspräsidenten sich dafür einsetzen wird, für die Dezentralisierung der Macht hier bekannt zu werden. Mein Büro wird für die Mitglieder dafür bekannt sein, dass sie sich mehr engagieren und mehr Einfluss auf unsere Prozesse haben in allen wichtigen Entscheidungen, die hier getroffen werden, für vorhersehbare Prozesse und regelmäßige Ordnung. Das sind wir den Menschen schuldig. Das ist richtig. Und ich möchte Ihnen, meinen Kollegen und auch denen auf der anderen Seite des Ganges, mein Gelöbnis geben, dass mein Büro bekannt sein wird für Vertrauen, Transparenz und Rechenschaftspflicht und einem guten Umgang mit den Schätzen des Volkes, für die Ehrlichkeit und Integrität von uns allen hier im Haus des Volkes. Unser Regierungssystem ist kein perfektes System. Es hat eine Menge Herausforderungen, aber es ist immer noch das Beste der Welt und wir haben die Möglichkeit, es zu erhalten. Das Letzte, was ich sagen werde, ist eine Botschaft an den Rest der Welt. Sie haben sich dieses Drama seit ein paar Wochen angesehen, wir haben eine Menge Lektionen gelernt, aber wisst ihr was, durch Widrigkeiten wird man stärker. Und wir wollen, dass unsere Verbündeten auf der ganzen Welt wissen, dass dieses Gremium von Gesetzgebern sich wieder an unseren Dienstorten einfindet. Ich möchte, dass die Feinde der Freiheit rund um die Welt uns laut und deutlich hören. Das Haus des Volkes ist wieder tätig. Thank you. Thank you. We will do our duty here. We will serve you well. Ich danke euch. Wir werden hier unsere Pflicht tun. Wir werden euch gut dienen. Wir werden gut regieren und wir werden euch stolz machen. In dieser Institution werden wir wieder kämpfen. Jeden Tag werden wir für die Wahrheit kämpfen. Ich freue mich auf die kommenden Tage. Ich glaube aufrichtig in meinem Herzen, dass die besten Tage Amerikas noch vor uns liegen. Gott segne euch und Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Thank you.